Die großen Tech-Werte zeigen Schwäche und normalerweise ist das dann der Beginn einer Korrektur. Noch wird rotiert, man geht in das rein, was bisher nicht gut gelaufen ist und geht also raus aus dem, was bisher sehr gut gelaufen ist, eben die Big-Tech-Aktien. Das ist die eine Baustelle, die wir heute Morgen haben, und die andere ist die Senkung des Ausblicks, nicht die Abstufung, aber die Senkung des Ausblicks, was die Bonität Chinas betrifft, durch die Ratingagentur Moody's. Das ist ein ziemlicher Knaller, aber schauen wir uns die Dinge der Reihe nach einmal an. Hier sehen wir die großen Tech-Werte, eine Microsoft, eine Nvidia, eine Google, eine Amazon, eine Meta, eine Tesla, alle sind gestern gefallen. Kein Wunder bei diesen massiven Zunahmen von Marktkapitalisierung dieser Aktien, die teilweise eine gewisse Berechtigung hat. Microsoft etc. mit wirklich guten Zahlen, die teilweise null Berechtigung hat, etwa Apple, ein Unternehmen, das faktisch schrumpft, aber dann fast 1 Billion mehr wert geworden ist. Und gestern dann die Begründung in Finanzmedien, naja, diese Euphorie, diese Hoffnung, dass die Zinsen bald sinken, die sei ein bisschen übertrieben. Am Freitag war noch das Gegenteil der Fall. Da hat Paul gesagt, also es kann sein, dass wir die Zinsen nochmal anheben, wenn es erforderlich ist, aber vor allem sind Spekulationen über fallende Zinsen nicht angebracht. Die Märkte haben gesagt, lass ihn reden. Jetzt sehen wir gestern sozusagen als Begründung für das, was da passiert ist, eben die Aussage, naja, vielleicht sind die Zinssenkungshoffnungen übertrieben. Ja, sie sind übertrieben, sie sind vor allem in der Kombination übertrieben. Die Fed wird die Zinsen senken, aber die Wirtschaft wird ein Soft Landing hinlegen. Das passt nicht zusammen, das wird auch so nicht funktionieren. However, schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Dann sehen wir Nasdaq 100, der schwächste, mit 1% im Minus. Dagegen Small Caps 1% im Plus. Dow Jones relativ leicht im Minus, S&P 500 0,5%. Aber wir sehen, dass sowohl hier Nasdaq gegenüber dem Russell verliert, was ja monatelang ganz anders gewesen ist. Das heißt, die Small Caps holen ein bisschen auf und der Equal Weighted S&P 500 entwickelt sich besser als der marktgewichtete S&P 500. Das heißt, die Tech, die Schwergewichte, die vorher den S&P so stark gestützt haben, die sind jetzt plötzlich ein Belastungsfaktor geworden. Oben sehen wir mal Mega Cap gegenüber, also die großen Tech-Werte gegenüber Non-Profitable Tech, also gegenüber den Tech-Werten, die keine Profite erzielen und die meine zweitbeste Freundin Cathy Wood gerne ins Depot nimmt, weil sie denkt, das wird die Welt verändern, was die da machen. Sehr unwahrscheinlich, aber lass die Cathy Wood mal machen. Derzeit geht ihr ARK Innovation nach oben. Das ist sozusagen eine Situation, die mir sehr verdächtig ist, wenn so etwas passiert. Der Nasdaq jetzt 4 Tage in Folge underperformt den Russell 2000. Und hier rechts sehen wir mal die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind. 86%, das sind sehr, sehr hohe Werte, aber normalerweise ist es nicht gut, wenn der Nasdaq schwächelt und der S&P weiter steigt. Das haben wir gehabt etwa im Juli, Ende Juli, als die Rallye beendet war. Da folgte eine Korrektur. Wir haben dann das Gegenteil gehabt. Tech entwickelte sich besser Ende September. Da haben wir dann nochmal einen Move nach oben gesehen. Und wir haben dann vor allem die Situation gehabt, Ende Oktober, S&P weitergefallen, Nasdaq bereits gestiegen, dann sehen wir diese massive Rallye, jetzt sehen wir das Gegenteil, Nasdaq fällt, S&P 500 hält sich besser, also eine Divergenz, die eigentlich darauf hindeutet, dass es da schwer wird. 32% der S&P Aktien haben ein RSI über 70, das ist eine Menge Holz. Das zeigt, wie überkauft der Markt ist. Wir sind so überkauft gewesen jetzt, vorgestern, seit diesem Jahr nicht mehr. Also da ist EBS passiert, man ist euphorisch. Jetzt sehen wir das Gamma, also praktisch die Hedging-Positionen von jenen, die Optionen verkaufen. Diese Optionen werden ja immer wichtiger, bestimmen mehr und mehr das Geschehen. Die Dealer, also diejenigen, die Optionen verkaufen, sind jetzt extrem hoch Gamma Long. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel was nach unten kommt, dann und deutlicher nach unten kommt, dann müssten die diese Long-Positionen, die sie als Absicherung haben, weil viele eben Calls gekauft haben im Optionsbereich, müssten die auflösen. Das Gamma-Flip-Level für den S&P 500, also wo dreht das Ganze? Das ist bei
4540 Punkten. Das ist eine Marke, die Sie sich vielleicht merken können. Das könnte ein Punkt sein, wo es dann kritisch würde, wenn der S&P drunter geht, denn das würde die Market Maker respektive die Dealer veranlassen, sich anders zu verhalten. Das gilt auch für die CTAs, diese Commodity Trading Advisor, meistens automatisierte Handelsmodelle, die dahinter stehen. Die werden so oder so verkaufen müssen, aber wenn es nach unten geht, umso stärker verkaufen müssen, bis zu 200 Milliarden Dollar. Wie gesagt, nur dann, wenn die Kurse wirklich deutlich fallen. Bisher sind sie sehr moderat gefallen, nachdem die Financial Conditions, wie wir oben hier sehen, ja massiv sich aufgeweicht haben durch den Fall der Renditen, durch den Anstieg der Aktien, weil die Märkte sagen, lass die Fed, lass den Paul doch reden, interessiert uns nicht. Ne? Das kann der doch am mal sagen, nur das Problem ist, je stärker sich die Finanzkonditionen, die Financial Conditions aufweichen, umso problematischer für die Fed, weil das eben das Potenzial für Inflation wieder stärkt. Es herrschte Gier, meine Damen und Herren, 69, jetzt der Fear and Greed Index, der Ende Oktober noch ganz tief im Furchtbereich war. Und hier sehen wir mal, was die Märkte erwarten, nämlich, dass die Zinsen sinken in diese Spanne 4 bis 4,25 Prozent. Die erste Zinssenkung wahrscheinlich schon am 20. März, sagt man. Dann geht es so weiter viermal. Und ja, aber warum soll die Fed die Zinsen viermal senken, wenn die Wirtschaft nicht ein sehr, sehr ernstes Problem bekommt? Und hier interessanterweise schauen wir uns mal die 10-jährige Anleiherendite an, den Dollar an und den S&P 500. Wir sehen den Dollar schon eigentlich aus einer Wedge ausgebrochen, zumindest im kleinen Zeitfenster. Im größeren hat er da noch jetzt diese Barriere. Wir sehen die 10-jährige Anleiherendite könnte ausbrechen. Wir sehen Ähnliches beim VIX. Wir sehen der S&P 500 hier mit dieser Wedge, die brechen könnte, Fragezeichen, das werden wir sehen. Aber schauen wir hier mal, Economic Surprise Index, also das, was sozusagen an Daten kommt aus den USA, Wirtschaftsdaten kommt aus den USA in Relation zu dem, was vorher erwartet war. Und da sehen wir, das ist sehr, sehr schwach gewesen. Gestern die Industrieaufträge aus den USA mit über 3% im Minus, der schwächste Wert seit die Corona. Gleichwohl wird Panik gemacht, vor allem in bestimmten Segmenten des Marktes. Hier sehen wir mal die Finanzwerte. XLF ist das ETF, massiv überkauft. Die haben sich stark erholt und das, obwohl die unrealisierten Verluste in den Bilanzen der Banken nicht geringer geworden sind, sondern größer geworden sind. Nach wie vor haben vor allem Regionalbanken große Probleme und müssen sehr, sehr viel und sehr teures Geld von der Fed leihen, aber das scheint mir eine nicht wirklich nachhaltige Bewegung bei den Finanzwerten zu sein. Nicht nachhaltig war auch das, was bei Gold passiert ist. Da sind wir erst gestiegen auf über 2140 Dollar, um dann massiv zu fallen. Das war der sechstgrößte Intraday-Fall in der Geschichte des Gold-Spot-Trading. Also da ist echt was passiert und das Interessante ist, Bitcoin ist ja auch gestiegen, so wie Gold, aber Bitcoin hat diese Gewinne weitgehend halten können, während Gold gefallen ist. Hat da jemand was gedreht, wie viele vermuten? Viele sagen ja, das geht nicht mit rechten Dingen zu mit bei Gold, denn das ist eine echte Alternative. Die Bitcoinistas, die immer sagen, Mann, du verstehst doch den Bitcoin nicht. Doch, ich habe das Konzept, glaube ich, schon so einigermaßen verstanden. Ich glaube nur nicht dran, weil es ist ein Glaubensfrage. Wir haben es hier mit einer Glaubensgemeinschaft zu tun, denn der Bitcoin gewinnt ja seinen Wert daraus, dass andere eben ihm einen Wert zuschreiben. Bei Fiat-Geld ist es so, die Wertzuschreibung erfolgt über die Wertschöpfung des Staates, seiner Menschen. Der Staat sozusagen mit seiner Wertschöpfung steht hinter einer Fiat-Währung. Wenn das Vertrauen in den Staat sinkt, dann sinkt natürlich auch das Geld in die Fiat-Währung. Aber hier bei Bitcoin ist es sozusagen der Glaube, der andere ist auch bereit, dem einen Wert beizumessen, weil an sich ist das ja jetzt nicht so unbedingt etwas Werthaltiges. Ansonsten, wenn jetzt die anderen nicht dran glauben. Aber klar, ich habe auch Sympathien für dezentrales Geld, aber Bitcoin ist aus meiner Sicht halt nicht die Lösung, auch wenn jetzt wieder natürlich die Kommentare draufprallen hier. Aber das ist interessant, diese Divergenz. Bitcoin hat die Gewinne gehalten, Gold nicht. Und jetzt kommen wir zu China. Senkung des Ausblicks auf negativ wegen der großen Schulden, sagt Moody's. Und China hat ja eine Verschuldung von um und bei mit allem Schnipp und Schnapp zusammen.
gerade die staatlichen Firmen sind ja stark verschuldet, von 350% des BIP. Ne? Dagegen ist Griechenland ein Musterknabe in Sachen Verschuldung, ist praktisch ein Vorbild. Und jetzt ist es eben so, dass Goldman Sachs sagt, also hier ein bisschen Stimulus haben sie ja gemacht, aber es reicht hinten und vorne nicht. Das wird nicht anders gehen, als dass irgendwie der Staat da Geld reinpumpt, denn die Banken haben schon in diesen Immobiliensektor, der ja zu stützen ist, weil da die Vermögen gespeichert sind der Chinesen, da mussten sie schon reinbuttern, mehr oder weniger unfreiwillig. Wurden gezwungen mehr oder weniger dazu, aber haben keine Lust, weil das einfach letztendlich ihnen nichts bringt. Also das ist eine wirklich prekäre Situation. Es ist auch die Folge der sozialistischen Xi Jinping Wirtschaftspolitik, die sich jetzt eben rächt, beziehungsweise die nicht mehr funktioniert, wenn eben die Immobilienpreise nicht mehr steigen. Jetzt sehen wir, dass chinesische Aktien auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren gefallen sind. Da knallt es richtig. Der Hang Seng heute wieder unter Druck bei 16.300 Punkten. Dagegen Indien. Jetzt hatte die Marke von 4 Billionen an Marktkapitalisierung erreicht. Schließt jetzt zu Hongkong auf. Also das ist ein Markt, der sich sehr gut entwickelt hat. Anders als eben China, sehen wir hier. Das ist, hat sich 5-mal so gut entwickelt wie der S&P 500 seit dem Jahr 2000. China, Indien wächst, aber hat natürlich auch seine Themen und seine Probleme. Aber China schrumpft und China hat auch seine Probleme, die wahrscheinlich demografisch auch kaum zu lösen sind. Also hier diese massive Diskrepanz Indien-China, sehr, sehr interessant. Diskrepanz, auch das Stichwort hier zu der Entwicklung DAX, wenn wir das mal vergleichen mit MDAX und SDAX, die ja wahrscheinlich die Entwicklung der deutschen Wirtschaft viel besser widerspiegeln als der DAX, der ja ein Call auf die Weltwirtschaft ist, könnte man sagen. Aber auch die Weltwirtschaft mit China nicht so toll. Europa mehr oder weniger in der Rezession. Die Amis mal gucken, also woher soll eigentlich jetzt diese riesige Euphorie für den DAX, für die Weltwirtschaft herkommen? Sei es drum, der DAX ist halt im Vergleich zu den Amis auch viel, viel billiger. Aber hier nochmal dieser Hinweis, MDAX und SDAX lange nicht so positiv wie SDAX. Und jetzt hält selbst Frau Isabella Schnabelina denkt, dass jetzt die Zinsen nicht mehr steigen, Zinserhöhungen unwahrscheinlich. Sie rechnet erneut mit schwachem Wirtschaftswachstum. Ja, wer hätte das denken können, dass das so kommt, gell? Das hat keiner erwartet. Jetzt selbst also die Falken in der EZB mit einer indirekten Absage an Zinsanhebungen. Und diese Zinsanhebungen haben dafür gesorgt, dass die Immobilienpreise gefallen sind. Aber es wird dadurch immer weniger gebaut und das bedeutet, es gibt Menschen, die brauchen Wohnraum. Wenn weniger gebaut wird, dann entsteht weniger Wohnraum, sodass dann die Mieten steigen. Vonovia erwartet steigende Mieten. Ein Riesenthema, habe neulich mit einem großen Vermieter gesprochen, der viele, viele Einheiten hat, der sagt, es geht nicht anders, als dass die Mieten steigen, weil schlichtweg eben das Angebot zu gering ist. Das ist für viele Menschen ein Problem. Erste Empfehlung, warum dem so ist. Zweite Empfehlung, ja, Moody's senkt den Ausblick für China. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem Artikel. Und heute die letzte Chance, sich zu registrieren bis 0 Uhr für das Webinar mit André Stagge und meiner Wenigkeit. Ausblick auf 2024, Strukturen, Tendenzen. Was könnte 2024 interessant werden? Wir sehen ja, wie hier rotiert wird, raus aus den Gewinnern, rein in die Verlierer. Was sind die Perspektiven für 2024? Das werde ich mit dem André besprechen. Registrieren, Link unter dem Video, wo auch immer Sie das gucken. Letzte Chance, wie gesagt, heute bis 0 Uhr und die beiden Artikel. Ich sage jetzt Servus, ciao.